Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Akbar Painter, aka Uli. Ja, ist eine Weile her. 3 Wochen, glaube ich, seitdem das letzte Video rausgekommen ist. Und ich habe es ja angekündigt, wenn man natürlich viel gleichmäßigen Kram macht, dann kann es mal ein bisschen dauern. Ach, Moment, bevor ich weiter quatsch. Ja, die Farbe muss aufgeschüttelt werden. Ich habe überlegt, wie kriegst du diese Farbe flüssig? Habe ich diese kleinen Stahlkugeln, die man da reinschmeißen kann? Die könnt ihr vielleicht, wenn ihr mit Farben arbeitet. Aber die Farbe, die hat sich abgesetzt. Die lag ein Jahr bei mir in der Werkstatt. Und das kannst du ja nicht in die Abra schreiben. Das funktioniert nicht. Da habe ich mir diesen Halter gebaut. Ja, und da kann ich meine Farbnäpfe einspannen. Und kann die dann in meiner Dekopiersäge entweder so rum oder so rum reinstecken. Und dann lasse ich die dann eine halbe Stunde schütteln. Und dann ist die wieder in Ordnung. Ein bisschen Verdünner rein oder ein bisschen Wasser rein, egal was. Und dann ging das super. Also da musste ich selber mir auf die Schulter klopfen und gesagt, Uli, das hast du gut gemacht. Nee, Quatsch. Ist eine super Technik. Da konntest du derzeit hier was anderes machen, im Büro oder wie auch immer. Und derzeit hat in der Werkstatt die Farbe gerüttelt. Und danach hat die eine super Konsistenz gehabt, durch die kleine Stahlkugel. Super Technik. Kann ich nur weiterempfehlen, wer sowas bauen kann, soll es gerne tun. Hier links sehen wir übrigens die Farbe. Model R oder Modell R ist eine metallisch glänzende oder rostig glänzende Farbe. Die habe ich gewählt, wir sehen es ja hier im Hintergrund auch schon, als Grundierung der Gleise. Jetzt muss ich nämlich mal ganz kurz für die Meckerer machen. Meckerer habe ich eigentlich noch nie gehabt bei mir, aber ist egal. Für die, die vielleicht sagen würden, das sieht nicht vorbildgerecht aus. Wir kommen jetzt langsam an den Punkt. Ich baue eine Steampunk-Anlage. Ich habe es ja schon mehrfach oder unter jedem Video steht es drunter. Hier geht es nicht um irgendeine Harzbahn oder um eine Schwarzwaldbahn. Das ist eine Steampunk-Anlage. Hier wird sehr viel mit Schmuddel und Dreck und Rost und Öl und sowas angedeutet werden. Und entsprechend haben die Gleise auch ihren eigenen Stil. Also ich habe da so ein bisschen im Kopf, wie das werden soll. Ich habe zwar keinen Plan, aber ich weiß, was ich nicht will. Ja, ein bisschen blöd ausgedrückt. Ich weiß, was ich nicht will. Ich weiß nicht wirklich, was ich will. Das heißt, bei mir ändern sich oftmals in Gedanken irgendwelche Sachen, wo ich sage, das könntest du probieren, das könntest du machen. Und entsprechend habe ich jetzt hier drunter eine rostig-metallische Farbe gebracht, die als Grundierung gedacht ist, wie gesagt, damit ich erstmal die Gleiskörper von der Seite, das Glänzende wegbekomme. Denn immer wenn ich hier unten auf meinem Stuhl sitze, an meiner Werkbank hier bei mir in meinem Raum, dann sehe ich immer diese glänzenden Gleise, wenn ich so reingucke. Das hat mich jetzt die letzten Tage wirklich so gestört, dass ich da, Wochen kann man sagen eigentlich, das hat eine ganze Weile gedauert hier alles. Das heißt, ich habe die dann alle fein säuberlich gesprüht. Erstmal komplett grundiert. Man sieht ja auch, was mal hier schwarz war. Hat jetzt so ein Gold-Kupfer glänzenden Ton, was wir da so im Untergrund sehen. Vielleicht nochmal zur Anmerkung. Die Kamera gibt die Farbe leider nicht hundertprozentig in dem Ton wieder, wie es bei mir auf der Anlage jetzt hier aussieht, wenn ich mich da vorstelle und mir das angucke. Das muss ich mal dazu sagen. Es ist alles irgendwo zu hell. Wenn ich was darstelle, selbst wenn ich Aufnahmen mache ohne Licht, kann man immer noch alles erkennen. Es ist zwar ein bisschen kriselig, aber man kann immer noch alles erkennen. Aber trotzdem sehen wir es ganz gut, die schwarzen Kanten. Und dann eben der Sprühlack neben den Gleisen, was da wirklich alles ganz schön angesprüht worden ist. Eben auch an der Kante dahinter, sieht man, jetzt haben wir gerade keinen, aber auch selbst da, wo es hinten in den künftigen Tunnel reingeht, alles hat so einen Kupferlacküberzug jetzt bekommen. Der ist eigentlich... Eigentlich ist eine Einschränkung. Der hat eine Rost hier auch, das stimmt nicht. Das ist alles viel zu gelb. Ja, nur mal so am Rande. Also das ist wirklich dunkler. Wenn ich mir die Gleise angucke, dann haben die wirklich einen total verrosteten Touch. Ja, wirklich. Und das ist alles zu gelb, was wir hier sehen. Das bringt die Kamera so rüber. Klar, hätte ich jetzt hier alles nachbearbeiten können und die Farben machen können und hast du nicht gesehen. Das liegt auch oftmals daran, dass mein Licht ja von oben kommt. Das kennt ihr ja. Über der Platte ist ja die Beleuchtung an. Die ist für mich blendfrei. Aber sie scheint natürlich direkt auf die Gleise drauf. Und dadurch wirkt das jetzt auf dem Video, nicht wenn ich mich da vorstelle, auf dem Video wirkt das alles irgendwo zu gelb oder zu hell
oder wie auch immer. Aber abdunkeln bringt nicht viel. Also ich will auch keine verfälschten Bilder hier reinbringen. Ich filme so, wie es ist. Man sieht es ja auch am Schwarz. Wenn man jetzt wirklich auf meine Platte gucken würde, würde man das Schwarz wirklich tiefer, also dunkler empfinden, als man das jetzt hier auf dem Video sieht. Aber okay, also wie gesagt, ich habe das jetzt hier grundiert, schön von allen Seiten, hatte ja vorher die Weichen abgeklebt und habe das dann an den Stellen mit den Weichen, habe ich das im Grunde genommen, hier behebe ich übrigens gerade die Kollateralschäden von dem Sprühen, das ist nämlich alles diesen Rostfarben, Kupferbraun, da oben geworden, das habe ich da oben in der Ecke jetzt eine ganze Weile drin, das hat nämlich wirklich lange gedauert, ich könnte alles neu streichen. Aber egal. Und hier sehen wir jetzt übrigens die Farbe, die ich gewählt habe. Das ist also ein Braun mit Schwarz drin, dann mit Alkohol vermischt und mit Wasser. Und das ist so eine richtige olle Brühe geworden, wie wir es jetzt hier in den Napf drin sehen. Habe ich absichtlich schlecht vermischt, denn ich möchte ja versuchen, die Gleise so darzustellen, dass die Schwellenkörper oder die Schwellen nicht aus Holz sind, sondern aus gegebenenfalls Metall, was einen ganz leichten metallisch glänzenden Effekt hat. Und das sieht man bei mir sehr, sehr gut. Die sehen wirklich aus, wenn man das mal hier in echt sehen könnte, als wenn die aus Metall sind, was verrostet ist, wo Öl drauf ist, wo Schlamm drauf ist, also Schlamm jetzt hier vom Zug oder Stauböl-Reste und wie auch immer. Aufgetragen habe ich das Ganze sehr, sehr flüssig. Also wie wenn man jetzt irgendwas altert, macht sich wunderbar. Und jetzt habe ich mal gedacht, okay, Uli, du hast ja eine Airbrush, dann machst doch auch hier mit. Ich kann aber gleich sagen, ich habe mit der Airbrush sehr, sehr schnell wieder aufgehört, nachdem ich erstens wieder meine ganze Platte versaut habe und wieder alles schwarz streichen konnte. War mir der Effekt, weil sie hat nämlich auch dahin gesprüht, wo es gar nicht hin sollte, nämlich an die Gleise von den Seiten, also wo es verrostet aussehen sollte. Ich wollte ja im Grunde genommen mit diesem Schmuddelfarbenmix meine Schwellen dunkel haben oder jetzt hier auch an den Weichen. Das sollte eben alles sehr, sehr vergammelt, verrostet aussehen. Ich denke, wenn ich jetzt auf die Platte gucke, ist mir ganz gut gelungen. Ja, es wird hier wieder zu hell, aber es wird gereinigt. Ich wollte es nur mal zeigen, wie ich es gemacht habe, und ich habe auch versucht, von meinem wahnsinnig vielen Videomaterial so wenig wie möglich jetzt hier irgendwie nicht zu zeigen, das ist Quatsch, aber nicht zu viel und nicht zu lange, weil das hatte ich ja mal schon mal angesagt, das bringt es ja auch nicht, wenn man hier stundenlang sich denselben Kram anguckt. Deswegen habe ich das versucht, hier mal relativ zügig darzustellen. Hier sehen wir immer, hier sieht man sehr gut, wie vergammelt die Weiche da eigentlich da oben in der Mitte aussieht. Das sieht richtig aus wie Dreckpartikel, die da dabei hängen. Und das habe ich mit dem Pinsel besser erreicht. Es war natürlich, ich sag's mal ganz deutlich, eine Schweinearbeit alles. Ich habe da eine ganze Weile dran gearbeitet. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, es hat sich gelohnt. Ich wurde belohnt. Und dann habe ich wieder alles gereinigt, die gesamte Strecke, auch die Wände und auch die Teile, die nicht koloriert wurden oder gealtert wurden. Und habe alles gereinigt mit den Reinigungsgummis und mit, wo es gar nicht anders ging, auch mal in den Weichen drin, so mit ein bisschen Schleifpapier oder mit einem 6000er nachgeschliffen. Und jetzt bin ich dabei, alles zu versiegeln, wenn man das so nennen kann. Jetzt trage ich das ATF-Öl auf und das wird wahrscheinlich jeder von euch wissen, nur ein bisschen. Also wirklich aller paar Meter sozusagen trage ich auf beide Gleisoberflächen das auf. Und dass der Zug dann drüber fährt und es automatisch verteilt. Jetzt im Anschluss mache ich dann nachher noch eine Runde mit meinem Zug. Hier sieht man schön, dass es ein bisschen dunkler ist, wenn die Hand so drüber ist. Das ist relativ stumpf. Es glänzt nicht, wie das manchmal so aussieht. Es ist wirklich stumpf. Und es ist sehr, sehr matt. Sobald das Licht aber draufsteht, macht die Kamera da was ganz anderes draus. Das ist ein bisschen schade, aber naja, es ist halt so. Ich kann es nicht ändern, es ist zu hell. Entschuldigung, aber was soll's. Jetzt habe ich mir einen Zug ausgewählt mit vielen Waggons. Ich habe nachher noch mehr dran gehangen, weil ich wollte nicht immer die gleichen sowieso dran haben. Und ich wollte auch gleich ein bisschen testen, wenn du nicht immer dieselben Waggons hast. Dann hast du vielleicht bei anderen Waggons nachher dann Fehler, die du mit den gleichen, die du immer verwendest, nicht feststellen konntest, weil es doch leichter waren, schwerer waren, länger waren, andere Achskombinationen hatten und so weiter und so fort. Deswegen habe ich jetzt das gewählt. Und ich wollte relativ viele Achsen haben, damit das Öl sich besser verteilt, und habe auch in einen von diesen Waggons habe ich so ein Reinigungszwerg drunter geklipst,
dass der das Öl gegebenenfalls ein bisschen aufnimmt und an die anderen Stellen vielleicht mit hinschleift. Ja, irgendeiner von denen hier hinten hat das. Ich glaube, der war es, der vorletzte. Irgendwo hinschleifen, dass er sich das Öl sozusagen über die ganze Strecke hier irgendwie verteilt. Ja, das war wahnsinnig viel Arbeit, die ich mir hier gemacht habe, auch wenn man es jetzt gar nicht mal so rüber sieht. Hier sieht man rechts so ein bisschen den Schmuddel in den Gleisen, wie, ich sag mal aus meiner Sicht, wie toll die geworden sind. Ich wollte kein homogenes gleiches Aussehen haben, deswegen wurde es eben nicht mit der Airbrush komplett gemacht, sondern wirklich die Arbeit von Hand, mal dunkler, mal heller, mal verrosteter, mal weniger verrostet. Und ich denke, mir ist es aus meiner Sicht ganz gut gelungen, ja. Hier jetzt wird noch eingeschottert und so weiter und so fort. Da kommt noch ein bisschen was. Keine Sorge, wir haben noch einiges übrig. Ja, im Grunde genommen mit diesen Bildern lasse ich dich schon wieder alleine. Das war ein Update mal wieder von 10 Minuten oder 11 Minuten jetzt, wie das Ganze jetzt hier ausschaut. Und hier sehen wir mal, damit ich nicht immer nur die V200 habe, habe ich jetzt noch die andere Lok mit davor gestellt. Das ist nur, damit man nicht mehr, du fährst ja immer die V200. Nö, mit der geht es genauso gut. Aber man hat so seine Lieblinge, die man irgendwo mal ganz gerne einsetzt. Deswegen habe ich das jetzt mal mit aufgenommen, dass man sieht, da kommt noch mehr. Also ich habe noch andere Loks. Und ja, das war es im Grunde genommen schön. Ich danke dir erstmal, dass du dabei warst. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Mach einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und schreib einen netten Kommentar. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Uli aka Aquapainter. Mach's gut. Tschüss.